Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal kamen wir hier in diese Stadt, haben uns bei Enigmaras Livestream beteiligt und ja, das war eigentlich auch schon soweit alles, ne? Ach ja, und wir hatten noch einen Kampf mit Nemila. Und heute wollten wir uns den Pokémon Arena Kampf von Enigmara geben. Das wird bestimmt sehr lustig. Selisa ist bereit. Ich habe vor der Folge nochmal das Pokémon Center besucht. Und es ist Zeit für den Arena Kampf. Danke. Ja, ich will die Streamerin herausfordern. So, ich bin bereit. Natürlich streamt sie weiter, ne? Die ist einfach nur knuffig. Ja, genau so denke ich mir das auch in Real. Ich bin nervös. Im Übrigen, es tut mir leid, dass ihr sie letztes Mal nicht so wirklich gut sehen konntet, weil mein Avatar genau über sie drüber war. Es tut mir leid. So, seh dieser, du hast hier so hart einen Vorteil. Okay, einen elektrisierenden Kampf. Okay, du hast 4 Pokémon. Ich werde höchstwahrscheinlich nur mit Seedesign kämpfen, aber ich will mir die Terra-Kristallisierung noch aufheben. So, Katapult! Den Boden mit dir! Ein Bumpitz! Oh, du bist ja cute, was bist du denn? Ist ja komplett neu. Also die hat ja hauptsächlich nur Elektro-Pokémon, ne? So, da mache ich mal Pökelsalz. Das Vieh müssen wir salzen. Seh, die Saal ist bereit, Leute. Aua, das ist ein Wasserelektro. Dann ist mit Pökelsalz jetzt sogar noch mal effektiver. Das ist doch gegen Wasserviecher richtig stark. Oder habe ich das falsch im Kopf? Warte. Ja, Stahl- und Wasser-Pokémon leiden besonders darunter. Aua. Der Bult! Macht ja gar keinen Schaden. Apropos Schaden, ich muss Seedesal eben kurz heilen. Cute, wie du da hinten auch noch rumdänst.
So, ich denke, meine Kopfnuss reicht. Ich glaube, durch Dynamo wird es schneller. Oh, ein Luxio. Sieh, dieser ist halt leider kein Bogen-Pokémon. Sonst hätte ich hier kompletten Vorteil. Wir haben ja einen Lebensschuss zumindest. Ich lehne mich ein. Dass du schön langsam wirst. Ist ja jetzt langsam genug. So, was kommt als letztes Pokémon? Ein Traunmagier. Das ist. Traunmagier ist doch kein Elektro-Pokémon. Lokroko, den letzten überlasse ich dir. Ich will eure Leichtschwert. Nein, sie weint. Aber Traummagie ist doch ein Geister-Pokémon. Warum hast du auf einmal Geister-Pokémon? Ach, wahrscheinlich ist es mit der Terra-Kristallisierung ein Elektro-Pokémon. Warum auch immer. Du bist und bleibst aber trotzdem ein Geister-Pokémon. Bitte, Lokroko, sieh keine Bilder von Zani. Verdammt, es sieht Bilder von Zani. Keine Sorge, ich nehme deine Warnung wahr. Nein, komm bitte. Sadi spukte weiter in seinem Kopf rum. Ich heile mal sicherheitshalber Sedisal. Komm, du musst nur einmal treffen. Lokroko! Bitte! Ich wechsle dich aus, bevor du mir wegstirbst. Meine Terra-Kristallisierung ist mit einem Wechsel weg. Ah ne, die bleibt dabei. Okay, das wusste ich noch nicht. Ich kann ruhig auswechseln, die Terra-Kristallisierung bleibt. Du kriegst erstmal einen Katapult von mir. Ach, dieser Rotz-Kung-Fu-Strahl. Bist ja mal nicht am Schweben. Ja, es hatte nämlich Schwebe. Aua, bitte hau dich nicht selbst, Sedisal, bitte. So, ich hab's verlangsamt. Ich muss nur als erstes treffen. Sedisal. Der Vieh hat jetzt mittlerweile so viel Spezialangriff. Ich opfer einmal kurz mein Knabbern, um Sedisal zu beleben. Mein Gott, du gehst mir mit deinem Ladestreiker höre ich auf den Senkel. Ja, macht auch noch einen Volltreffer.
Weiß man was? Affiti, los! Los, Giftzahn! Affiti hat's fertig gemacht. Leider sehe die Salo und Knabon jetzt K.O. Die kriegen leider keine XP. Kreideschrei ist Rotze. Das braucht keiner. Hast gut gemacht, Affiti. Ey, wie so in den alten Videospielen, wenn man ein K.O. war, ne? Da haben sie auch so gezaubert. Und hat ein Kreisendes über sich. Du bist eine gute Verliererin. Aber meinst du nicht, die Jacke ist ein bisschen zu groß für dich? Die spricht mir aus der Seele gerade. Welche TM? Voltwechsel. Genau, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und vergisst natürlich auch ein Like nicht. Sie spricht mir aus der Seele. Oh, wer bist du denn? Ja. Ja, das ist mein Traum. Danke. Okay. Ja, auf Wiedersehen. So, und damit sind wir in der Stadt hier auch schon fertig, ne? Was liegt denn da Schönes? Ein paar Paraheiler. Komisch, dass sie mich nicht einmal paralysiert hat. Das hätte ich von einem Elektro-Arena leider schon irgendwo erwartet. Ich will einmal kurz meine Pokémon heilen. So, Leute. Ich weiß, die Folge ist ein bisschen kürzer als sonst. Aber ich würde sagen, wir machen hier schon für heute Schluss. Der eine Arena-Kampf hat ja für heute gereicht. Der ging ja ein bisschen länger. Es wird wahrscheinlich auch bei den nächsten Arena-Kämpfen so sein, dass die Arena-Kämpfe selbst eine Einzelfolge werden. Ich muss mal überhaupt gucken, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich würde mal sagen, als nächstes machen wir hier den Teil hier. Dass wir zu dem Stahlherrscher gehen. Dann wird Miraidon wahrscheinlich wieder irgendwas drauf bekommen. Danach werden wir hier das Versteck der Giftmitglieder raiden. Was die Arena angeht, weiß ich nicht, ob ich da zuerst hingehe. Hier sind zwei Arenen einfach direkt beieinander. Oder ob ich hierhin zuerst gehe. Gibt es irgendwie so eine offizielle Reihenfolge, wie man die machen sollte? Ob ich jetzt nach oben oder nach links gehen sollte? Ich denke mal, Eis sollte ich nach Kampf machen. Also wir werden als nächsten Arena-Leiter wahrscheinlich ihn bekämpfen.
Ist jetzt so meine Hauptvermutung. Ihr dürft mich in der Hinsicht wirklich gerne in den Kommentaren korrigieren, ob ich Eis zuerst machen sollte oder ob ich Kampf zuerst machen sollte. Aber die nächste Reihenfolge ist auf jeden Fall, dass wir den Stahlherrscher dann machen und darauf folgen dann das Versteck der Giftmitglieder raiden. Da muss ich halt nur gucken, dass ich vorher ein gutes Team dafür zusammenstelle. Weil ich glaube, ich habe gerade nicht wirklich was, das auf Gift abgestimmt ist. Nee, habe ich wirklich nicht. Jedenfalls, in dem Enigmas Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!